Phoebe wird einen Blinden führen. Unsere ersten 2 Wochen. Phoebe ist am 20. März 2020 geboren und ich habe sie mit 8 Wochen am 15. Mai abgeholt. Der Anfang war sehr turbulent. Wir haben aktuell noch einen Hund in Ausbildung zu Hause, also in der Wohnung. Und der Hund ist ja auch ein Junghund mit 1,5 Jahren und heißt Blesk. Die 2 Hunde waren am Anfang schon neugierig, aber auch ein bisschen stürmisch. Und am Anfang konnten sie sich gar nicht aneinander beruhigen. Aber nochmal zurück zum 15. Mai. Ich bin mit meiner Nachbarin zu den Seidlers gefahren. Dort habe ich meinen Hund bekommen. Das ist die Führhundschule Seidle in Neuburg. Und ja, die erste Begegnung der 2 Hunde war auf dem Gelände. Wir waren alleine in einem Auslaufgelände und ich hatte die Phoebe auf dem Arm und der Blesk durfte erstmal an ihr schnuppern, denn er ist auch immer sehr aufgeregt in solchen Situationen. Und wie gesagt, ist er ja auch noch ein junger Hund. Ja, dann haben sie sich erstmal beschnuppert, dann sind wir ein bisschen im Auslauf mit denen gelaufen, ein bisschen hin und her gegangen und der Blesk war angeleint, sodass man ihn auch ein bisschen zügeln konnte. Ja, das hat ganz gut funktioniert und auf der Fahrt saß dann die Phoebe auf dem Schoß meiner Nachbarin auf einem Handtuch, sicherheitshalber. Nicht, dass da noch ein Malheur passiert und das auf der Hose landet. Auf der Fahrt ist Phoebe sofort eingeschlafen. Sie war völlig relaxed und vielleicht auch einfach total müde von den wenigen, aber intensiven Eindrücken, die sie gerade gesammelt hat. Und natürlich mit 8 Wochen ist es ja auch ein sehr großer Umbruch für einen Hund, in so eine ganz andere Atmosphäre mit neuen Menschen und einem neuen Hund zu kommen. Zu Hause haben wir dann die Hunde sich auch weiterhin ein bisschen beschnuppern lassen, aber dann auch getrennt. Also in meiner Wohnung ist es so, dass ich zum Wohnzimmer und zur Küche Kindergitter habe, sodass man da eben auch entscheiden kann, welcher Hund jetzt im Wohnzimmer, im Flur oder in der Küche warten kann. Und das hat total gut geholfen, dass die 2 sich überhaupt entspannen konnten. Also hätten wir die einfach nur zusammen im Flur gelassen, wäre das total turbulent gewesen und die hätten sich wahrscheinlich total aufgeregt und hochgeschaukelt. Und das wäre auch am Anfang nicht wirklich gut für einen Welpen. Der soll ja erstmal überhaupt ankommen, erstmal sich die Umgebung anschauen und sich an uns gewöhnen. Das heißt, die ersten 2 Tage war es tatsächlich so, dass wir die Hunde auch separat ausgeführt haben. Der Blesk braucht natürlich viel mehr Action. Der ist ein richtiger Kraftprotz, der sowieso wirklich auch Action braucht, Auslastung, auch was arbeiten will. Das ist einfach ein richtiger Diensthund. Und da kann man natürlich nicht mit einem Welpen und einem Diensthund richtig sinnvoll spazieren gehen. Da wird einer immer Abstriche machen. Von daher, die Phoebe wurde 10, 20 Mal am Tag runtergetragen. Wir haben direkt am Haus ein Waldstück. Das ist unser Glück, denn wir haben keinen direkt anschließenden Garten. Also wir haben Garten mit Benutzung, aber an der Wohnung dran selber haben wir nur einen Balkon. Das heißt, wir müssen sie natürlich immer in den Wald runtertragen, damit sie dann auch stubenrein wird. Und das war natürlich nicht gerade unaufwendig. Das heißt, hoch, runter, immer wieder die Kleine raustragen und der Blesk dann separat noch Gassi geführt werden. Und zusätzlich haben wir noch eine knapp 2-Jährige zu Hause, die natürlich auch entsprechend Action will und sich da auch am Anfang, insbesondere die ersten Tage, auch sehr aufgeregt war. Und man hat auch gemerkt, wenn sie dann unruhig wurde, haben halt die Hunde auch angefangen, unruhig zu werden und andersrum auch. Also man hat da ganz stark so Stimmungsübertragungen beobachten können.
dass sie sich so gegenseitig hochgeschaukelt haben und dann war eben klar, okay, jetzt werden die Hunde mal wieder getrennt oder ausgeführt oder jetzt muss irgendwas ein Break kommen, dass die sich alle wieder ein bisschen entspannen können. Genau, also das war so der erste Knackpunkt, dass wir die wirklich ganz viel getrennt haben. Und ab dem dritten Tag hat es begonnen, dass die Hunde sich auch, wenn sie ein bisschen gespielt haben, dass sie auch immer wieder Pausen gemacht haben und sich nebeneinander hingelegt und geschlafen haben. Und das war für mich so ganz wichtig, dass die das lernen, sich aneinander zu entspannen. Finde ich grundsätzlich immer wichtig, dass Hunde das bei anderen, also nicht Hunde immer nur mit Aktion verknüpfen, sondern dass sie eben auch lernen, ich kann mich auch neben in der Anwesenheit anderer Hunde hinlegen und schlafen oder entspannen zumindest. Ja, dann ging es die nächsten Tage weiter. Die Nacht war natürlich immer interessant. Wie wird das? Es hat natürlich kurze Nächte gegeben und gibt es immer noch. Wir haben sie ja erst 2 Wochen. Eigentlich war der Plan, sie in eine Box zu tun, weil die Phoebe wohl auch schon ein bisschen an die Box gewöhnt ist. Sie hat aber unsere Boxen nicht gleich so gut angenommen. Ich habe mich dann dazu entschieden, eine kleine Ecke zu gestalten im Schlafzimmer. Und da habe ich es dann so gemacht, dass sie in einem kleinen Bereich an der Wand ein Körbchen hat. Und der Gang zur Richtung Tür ist mit ihrer Hundebox zugestellt. Also das heißt, sie war limitiert auf diesen Quadratmeter oder so, weil ich wollte auch, dass sie sich dann meldet in der Nacht, sodass ich sie runtertragen kann und sie draußen dann sich löst. Das hat sehr gut funktioniert von Anfang an. Und dann hat sie eben nicht in der Box geschlafen, sondern erstmal in diesem Körbchen. Und genau, das war jetzt das mit der Stubenreinheit. Dauert auf jeden Fall noch an. Und ich habe auch gemerkt, wenn die Hunde im Flur miteinander balgen, dann haben die immer wieder kleine Spielpausen, spielen dann aber auch wieder weiter. Und in diesen kurzen Spielpausen, die man ja fast nicht gleich, also wo man ja nicht sofort immer reagieren kann, ist sie dann doch oft nochmal ums Eck und hat irgendwo schnell ein kleines Visi hingemacht, ist wieder zu ihm hin, hat weitergetobt. Also ich hätte, glaube ich, noch 10-mal extra runtergehen müssen, um alle Pipis aufzufangen. Also draußen, dass sie sich eben draußen löst für jedes Pipi. Mir war ganz wichtig, dass sie eben ja den Kotabsatz wenigstens draußen schafft. Und das haben wir jetzt ja bis auf ein paar wenige Ausnahmen geschafft, dass sie wirklich draußen immer ihr Häufchen macht. Das ist dann doch deutlich angenehmer als in der Wohnung. Ja, Klopapier kann man sehr viel gebrauchen. Wir machen es dann auch so. Erst habe ich auch Zewa verwendet, wieder zum Aufwischen. Aber ich finde Klopapier einfacher, weil das kann ich dann auch im Klo runterspülen und habe dann nicht riesige Müllmengen. Und es gibt auch so Spray. Das finde ich ganz angenehm. Das kann man dann auf Urinstellen sprühen. Da sind Mikroorganismen drin und die lösen dann diese Partikel auf, die den Geruch für den Hund darstellen, weil die Hunde ja oft dahin pinkeln, wo schon Urin war. Und wenn ich das in der Wohnung loswerden will, dann muss ich ja auch diese Geruchsstellen entfernen. Und das ist mit dem Spray wirklich ganz effektiv gewesen. Also in bestimmten Ecken, wo sie am Anfang vielleicht doch 2-, 3-mal hingemacht hat, hat das Spray dann jetzt bewirkt, dass sie da gar nicht mehr hingeht. Und genau. Also das ist natürlich auch ein langwieriger Prozess. Man sagt ja immer so 12., 16. Woche kann es dann klappen mit der Stubenreinheit. Und ich bin schon ganz gespannt, wie schnell das mit der Phoebe klappt. Aber sie bringt wirklich sehr viel mit. Sie meldet sich auch in der Nacht ganz deutlich, wenn sie dringend muss. Und das finde ich jetzt erstmal sehr positiv. Strafen tun wir das nie. Wenn sie reinmacht, machen wir es einfach weg. Wir haben jetzt auch schon Situationen gehabt, wo sie kurz alleine bleiben musste in der Wohnung. Also entweder alleine im Flur und mein Partner war mit der Tochter im Wohnzimmer. Also solche, sag ich mal, ausgrenzenden Situationen hat sie schon kennengelernt. Und auch, dass ich kurz mit dem Blesk runtergehe, vielleicht auch nur, um ihn kurz lösen zu lassen in der Früh.
Und da habe ich ihr immer einen Kong hingelegt mit ein paar Leckerlis drin, sodass sie da ein kleines Spiel hat. Und bisher haben wir nicht den Eindruck, dass das ihr irgendwas ausmacht. Also auch ganz schön, wenn man da vielleicht auch gleich am Anfang beginnt, wenn man Müll runterträgt, dem Hund einfach was, einen gefüllten Kong mit ein paar Leckerlis hinzulegen, wo er vielleicht auch entsprechend 2 Minuten zu tun hat. Dann bekommt er das fast gar nicht mit, dass ich runtergehe, um den Müll wegzubringen. Und dann kann man schon so in ganz kleinen Schritten anfangen, diese Alleinbleibsituationen zu trainieren. Und ja, auch eine ganz super wichtige Sache einfach. Also ein Hund, der nicht alleine bleiben kann, kann sehr belastend sein. Und deswegen habe ich da auch einen Fokus drauf, dass sie das gut kann. Eine Sache möchte ich noch erzählen, die ich jetzt auch ja, total schön fand bei der Phoebe. Sie war jetzt am Anfang auch immer wieder mal mit in der Küche. Das ist sonst eigentlich ein Raum, wo die Hunde nicht rein dürfen. Aber wir haben jetzt dort ihren Fressnapf und das Wasser stehen und der andere Hund hat das, seine Fressstelle und Wasserstelle im Arbeitszimmer. Und dadurch sind die schon mal schön separat. Das heißt, da gibt es dann keine Ressourcenrangelei beim Fressen. Und ich wollte natürlich nicht, dass sie in der Küche umhergeht und schaut, was da vielleicht doch auf dem Boden gekleckert ist. Und ich habe dann eine Decke in die Küche gelegt und sie ein paar Mal mit Nein, wenn sie irgendwo rumgeschnuppert hat, Pause und dann auf diese Decke gesetzt. Und das habe ich dann 10, 20 Mal am Anfang wiederholt, Pause und sie da drauf gesetzt, bis sie dort geblieben ist. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Also wenn sie jetzt auch draußen war, Action hatte und ich setze sie, also wir gehen in die Wohnung und sie soll auch ein bisschen runterkommen, sage ich ein paar Mal Nein, Pause und setze sie wieder auf ihr Körbchen, in ihr Körbchen, auf ihre Decke. Also man muss am Anfang wirklich paar, also ganz oft das wiederholen, dass der Hund das eben damit verknüpft. Und jetzt ist es wirklich nach diesen 2 Wochen schon so, wenn ich Pause sage und sie da reinsitzt, vielleicht geht sie noch ein, zweimal raus, aber nicht 10, 20 Mal. Ich setze immer wieder zurück, bleibt da wirklich dran und dann weiß sie, okay, es ist einfach Sendepause und dann kann sie auch gut entspannen. Und das finde ich total wertvoll, dass sie das jetzt auch auf einer Decke kann und nicht nur durch richtiges Einsperren in der Box zum Beispiel. Und dazu kann sie, kennt sie die Box auch noch zu schlecht. Das muss ich einfach noch mehr mit ihr verknüpfen, mit Futter und das hat jetzt bisher so einfach anders funktioniert bei uns. Aber die Box ist auch etwas, was sie auf jeden Fall noch kennenlernen wird. Ja, ansonsten sind die Hunde auch jetzt noch, wenn sie balgen, sie können zwar aneinander Pause machen und sich hinlegen und schlafen, aber ich mache es doch oft so, dass ich, wenn ich merkte, ältere Hund, der hat dann trainiert und wird dann noch bespaßt von dem Kleinen, dann ist der halt irgendwann auch echt müde. Und dann nehme ich den wirklich bewusst raus, lege dann Leckerchen in seine Box, dann geht er rein, dann mache ich zu und dann liegt der in 2 Minuten da und pennt ganz tief und fest, weil er wirklich nicht gestört werden kann. Das finde ich auch total wichtig, dass die Hunde ja so ein bisschen auch zur Ruhe gezwungen werden, weil man merkt dann doch, die brauchen die Ruhe dann auch und der Kleinen tut es genauso gut, wenn sie keinen mehr hat, den sie ständig belagern kann. Dann kommt sie auch schneller zur Ruhe. Und ich lege da einfach Wert drauf, dass sie immer wieder Ruhe, Entspannung auch mitbekommen in verschiedensten Situationen. Wir waren jetzt eben noch spazieren. Heute ist Sonntag und haben einen Familienspaziergang gemacht. Und das natürlich mit einer kleinen Tochter, die auf einem Laufrad die ersten Schritte macht. Ein sehr, sehr langsamer Spaziergang. Und auch da habe ich beide Hunde mal mitgenommen, immer wieder gefüttert, wenn sie schön gewartet haben, dass sie da einfach dieses sich zurücknehmen. Ich bin halt jetzt nicht der Hund Nummer 1 hier, sondern die müssen dann eben auch mal abwarten und dann ist halt erstmal die Fahrradrunde für das kleine Kind mal im Vordergrund. Also, dass die Hunde auch von vornherein lernen, sich da so zurückzunehmen und das auch mal auszuhalten. Und natürlich, wo wir oben waren an der Wiese, haben sie lange Leinen dran und dürfen schnuppern und sich lösen und alles Mögliche. Aber sie müssen halt immer wieder warten, weil wir natürlich nicht so schnell einfach eine Runde gehen können. Und das geht ja mit der Phoebe sowieso noch nicht. Die ist ja auch noch nicht so schnell
unterwegs, das ist ja auch gar nicht nötig. Und wir gehen auch eigentlich nicht richtig, ja, wir vielleicht einmal am Tag oder zweimal am Tag maximal eine ganz kleine Runde mit ihr Gassi. Jetzt ist sie ja 10 Wochen alt. Das sagt man ja immer pro Lebenswoche eine Minute. Also es wären ja zweimal 10 Minuten Gassi am Tag. Ja, und das haben wir jetzt heute. Die 10 Minuten haben wir auf jeden Fall schon dicke drin. Jetzt schlafen gerade alle. Und ich bin gespannt, was in den nächsten 2 Wochen auf uns zukommt. Was Stubenreinheit angeht, werden wir bestimmt noch eine Zeit lang damit zu tun haben, bis das wirklich in Ordnung ist. Darauf habe ich mich zumindest eingestellt. Das Beknabbern von Dingen muss man natürlich beobachten. Und ich biete ihr immer wieder Kauwurzeln an. Und sie hat hier auch wirklich Sachen, wo sie gezielt auch rangehen darf, die immer da liegen. Normalerweise ist bei mir das Spielzeug immer weg, aber in diesem Fall möchte ich auch, dass der kleine Hund was findet, was er benagen darf. Dass man nicht immer alles nein, 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 sondern ich tue sie dann von, sag ich mal, einem Holzregal oder was er annagen möchte, nein und setze dann an die Kauwurzel, dass er dann da weiter nagt. Und das funktioniert ganz gut. Da muss man vielleicht auch ein bisschen ausprobieren, was der Hund am liebsten benagt. Und genau, also das ist so jetzt gerade Stand der Dinge. Und wir haben auch angefangen schon auf den Marker zu konditionieren. Der Blesk reagiert auf gut, also statt Klick sage ich gut. Und bei der Phoebe ist es das Wort Jep. Also ich habe mich dazu entschieden, jetzt zwei verschiedene Wörter zu verwenden, sodass die Hunde dann auch wissen, wer gemeint ist. Sonst müsste ich ja immer beide füttern, wenn ich ein Markerwort nenne, das beide kennen. Genau, ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Es ist auf jeden Fall sehr aufregend, auch anstrengend. Aber ja, so wie es jetzt aussieht, ist die Phoebe eine ganz wache, ganz aufgeschlossene Hündin. Gestern hat sie noch eine Collie-Hündin, eine Erwachsene, kennengelernt. War am Anfang auch eher ängstlich, hat sich bedroht gefühlt, hat ein bisschen geknurrt, auch Rute eingezogen und so weiter. Und wir waren auf dem, also sie konnte sich frei bewegen, auch auf einer Wiese. Und dann sind wir einfach ein Stück gegangen und das hat sie auch ganz schnell gegeben, dass sie sich einfach die ein bisschen beobachten konnte von der Entfernung, konnte wieder rangehen, wieder weggehen. Ich habe ihr auch Schutz gegeben, wenn sie sich bei meinen Füßen versteckt hat oder so. Ich habe sie auch mal ein Stück auf dem Arm getragen, dass sie sich ein bisschen beruhigen kann, dann wieder runtergesetzt, als die Hündin weiter weg war. Und am Schluss ist sie ihr richtig hinterhergelaufen, hat geschnuppert und war ganz neugierig. Also das ist auch interessant zu sehen, dass sich doch einige Situationen dann recht schnell, ja, vereinfachen. Gut, das war es jetzt erstmal für mein 2-Wochen-Update. Ich schaue, dass ich heute mein Mittagsschläfchen mache, dass ich in der Nacht wieder fit bin. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß, ja, mit deinem Hund, wenn du vielleicht auch einen Welpen hast. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen, dann melde dich auch gern bei mir. Du findest mich auf der Webseite www.kluge-hunde.de. Bis dahin, viele Grüße, deine Eva.